Emotion pur. Die größte SEAT-Ausstellung im Rhein-Sieg-Kreis. SEAT Fischer-Burtscheid. Direkt an der A3 in Lohmar. Sogenannte Megacities. Städte mit über 10 Millionen Einwohnern gibt es heute auf fast jedem Kontinent der Erde. Was bedeutet das für die weltweiten Volkswirtschaften? Dabei hungern derzeit rund 800 Millionen Menschen. Seit 1990 sind die Zahlen zwar um über 216 Millionen gesunken, aber 2017 erstmals wieder gestiegen. Ein Alarmsignal? 2050, also in 32 Ernten, werden wir 10 Milliarden Menschen auf der Erde sein. Und das führt zu einem Ernährungsproblem in der Welt. Und das bedeutet, dass wir hier eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe haben, alle Menschen satt zu machen. Und dafür muss die Lebensmitteltechnologie einen wichtigen Beitrag leisten. Spätestens dann werden die derzeit produzierten Lebensmittel nicht mehr ausreichen. Ein Problem dabei sind ausgerechnet die Wohlstandsgesellschaften. So werden in einer Großstadt wie München so viele Lebensmittel weggeworfen, dass man Nürnberg als zweitgrößte Stadt Bayerns davon ernähren könnte. Die weltweit größte Messe für Lebensmitteltechnologie, die Anuga Foodtech, liefert hier Lösungsansätze zu diesen Herausforderungen. Die Anuga Foodtech hat rund 1700 Ausstellern aus über 50 Ländern, die ihre neuesten Innovationen rund um die ganze Fertigungstiefe von Nahrungsmitteln und Getränketechnologien hier darstellen. Die Messe hat das Thema Ressourceneffizienz zu ihrem Leitthema gemacht. Neue Technologien der Branche bieten Lösungsansätze. Sie haben den Vorteil, dass Sie kleinere Verpackungsgrößen haben. Sie haben weniger Lebensmittel, die Sie dann auch wegschmeißen müssen, einfach weil es dort durch die Folie geschützt ist und länger haltbar ist. Während Verpackung durch bessere Haltbarkeitswerte der Lebensmittel dem Ernährungsproblem vorbeugt, entsteht parallel ein Entsorgungsproblem. Somit arbeitet die Industrie intensiv an der ressourcenschonenden Verpackung der Zukunft. Wir haben eine herkömmliche Steakverpackung, die wird vom Konsumenten herkömmlich geöffnet, wird entnommen und dann haben wir noch einen zweiten Schnitt eingefügt, wo das Funktionsmaterial entsorgt werden kann. Übrig bleibt der Funktionswerkstoff und der Faserwerkstoff als Trägerwerkstoff für das Altpapier. Das heißt, Kunststoffersparnis bis zu 75%, abhängig von der Anwendung. Dabei fängt die Ressourceneinsparung für die Branche schon bei der Erstellung der Verpackungsmaterialien an. Diese Verpackungsfolien aus Mais werden ganz ohne den Einsatz von Erdöl hergestellt. Grundsätzlich begannen wir mit der Produktion unserer biobasierten Folien aus erneuerbaren Rohstoffen vor ein paar Jahren. Sie entsteht aus Mais, welches in Polymilchsäure umgewandelt wird, und mit unserer Technologie gewinnen wir daraus ein Granulat. Aus diesem Granulat stellen wir Verpackungsfolien her. Dadurch vervollständigen wir unser Angebot an Verpackungsprodukten. Diese Folien werden von Unternehmen angefragt, welche Folien gänzlich biobasiert und aus erneuerbaren Rohstoffen haben möchten. Also können wir diese Folien benutzen und dann industriell kompostieren. Und das wird sich reduzierend auswirken und nachhaltiger sein bei den Verpackungslösungen für unsere Kunden. Die Lebensmittelindustrie und die Volkswirtschaften stehen also vor großen Herausforderungen. Das Ziel muss es sein, auch in 2018 wieder rückläufige Zahlen bei den Hungernden der Welt zu präsentieren.